War Lumila Siegsnah? Ja, das war jetzt nicht symbolisch gemeint. So, so. Der ist so ein bisschen strammer gebaut. So hier. Okay, das ist Gregorius, dann ist das der Emanuel. Ach, was soll ich da? Was kann ich? Emanuel. Ach komm, der heißt jetzt Emanuel. Liest sich zwar absolut beschissen. Okay, das kriegen wir auch nicht. Sägeblatt, und wie nennt sich diese Frisur? Sägeblatt, das Wesen. Irgendwie so ein Knastvogel. Okay, vielleicht nur so stoppeln oder sowas. Ja, das fügt sich eigentlich ganz gut zusammen mit den roten Haaren. Damit fangen wir jetzt nicht an. Vielleicht irgendwie so ein bisschen. Genau. Aus. Das sieht doch irgendwie so ein bisschen gemein aus. Das ist irgendwie, was können wir hier eigentlich machen? Ach genau, wir müssen die Braue so ein bisschen. Genau. Das schaut böse aus. Blick. Der trägt keinen Lippenstift. Hier einfach rum, ne? Das ist einfach so eine Grundsicht. Ich denke eigentlich nie nach, was ich hier mache. Ich klicke einfach durch und schaue, ob es mir gefällt oder nicht. Genau. Dann Abendkleidung. Sasko! Oh! Und so sieht es besser zusammen schon zu. Also seine Hose schaut lächerlich aus, aber. Nein. Mardunsa. Der kriegt auch einen langen Schlafanzug. Oh. Okay, Sportkleidung. Runarkdar. Mal doch vielleicht so hier. So ein bisschen protziger. Und so lange Jogginghose, genau. Okay. Medio. Oh. Okay, was ist er? Er ist böse. Ja, passt irgendwie sein Gesicht voll dazu, der hat irgendwie schon so ein Verbrechergesicht. Das genau, dann ist er ein Chaot. Zum Leidwesen seines Bruders. Dann ist er charismatisch. Warte, Jeep! Da kannst du die Situation irgendwie rausreden. Jetzt auch nicht. Genau, und dann irgendwie humorlos. Wieso steht Loser im Widerspruch zu charismatisch? Ich hab keine Ahnung. Und dann, ja, das Glück von der Oma geerbt. Und dann auch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen wahnsinnig, wasserscheu. Zugeknöpft. Oh. Ja, Nacktheit ablehnen ist überhaupt kein Problem, es ist einfach er. Imperator des Bösen.
Jupp, angeregt sein ist. Ja, das geht. Okay. Gut, gut. Dann, was mögen böse Menschen? Hamburger. Der Hamburger des Bösen. So, böse Menschen hören natürlich Musik, die sonst niemand hört. Ist ganz klar, alles was anders ist, muss ja schließlich böse sein. Er mag schwarz. Ist ja auch ganz klar, alles was schwarz ist, ist böse. Den Spruch höre ich oft genug, aber... Und, was ist böse, die Jungfrau? Okay, soll ich mir hinschreiben? Ach nee. Wir bauen jetzt halt hier so Familie Senf so zusammen. Irgendwie kann ich das irgendwie machen, dass das die Oma ist, dass die Mutter irgendwie tot ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der Emanuele und der... Emanuele und der Gregorius sind Brüder und ist nur Mutter. Ja gut, also das ist eigentlich die Oma. Genau, verschwistert und ist die Mutter. Und dass die Brüder, die Oma, die gern Kekse backt und ein dunkles Geheimnis hat. Wir dürfen gespannt sein. Ich denke, mir ist ja nicht passt so. Das sind die netten Nachbarn, die nebenan wohnen. Einfach mal so Imperator des Bösen dabei haben. Okay, dann Familie Senf. Kopie platzieren. Also hier wohnt Familie Kloppe. Grundstück kaufen. Ach, verbinden, die können wir hier zusammenschmeißen. Mal gucken, hier ist so ein Häuschen. Das können sie sich doch nicht leisten. Das ist zu teuer, das geht, das geht. Das können sie sich schnell leisten. Hier auch immer nicht stimmt. Ja, dann gibt's ja gar nicht mehr so viel Auswahl an jemandem hier. Naja, wobei, ist doch ein bisschen klein. Na, wobei, die wohnen ja bei der Oma, die braucht ja nicht mehr. Da müssen sie halt ein bisschen. Dieses bescheidene Heim stört zu seiner Simplizität. Nein, es handelt sich nicht um einen Trailer. Es ist einfach nur Zufall, dass das Haus so lang und so schmal ist. Nemo! Okay, die Familie Senf, als die werden wir jetzt hoffentlich spielen zu diesem Haushalt wechseln. Ja, Mensch, was versprechen. Ja, speichern wir mal. Schadet ja niemanden. Nicht an, da wieder mitzusingen, das ist am Ende eh nur wieder scheiße. Genau, das ist alles, was ich dazu noch sagen. Oh, es ist dunkel. Günther, dunkel. Okay, wir brauchen eindeutig noch mindestens ein Schlafzimmer. Dann brauchen wir hier noch einen Esszimmerstuhl. Hier oben hat natürlich auch die beste Bestuhlung, die man haben kann. Die Frage ist, wo klatschen wir das Zimmer ran? Wenn du Raum erstellst. Vielleicht draußen dann in den Raum. Dann bestreichen wir ihn direkt mal mit einer allgemein ansprechenden Farbe. Weiß. Natürlich auch ein bisschen. Aber das Fenster daraus reißt, wie schaut denn das aus? Hoppala, was kann ich eigentlich? Oh, der Raum ist weiß. Mit einer weißen Tür. Gibt's weiße Tür? Mit der weißen Tür. Und dem weißen Fenster. Brauchen wir natürlich auch den Wahrheitstrenner ein. Ich denke, so ein Fenster. Ja, dann sind hier Entwürfe Wohnzimmer. Ach so, Entwürfe, die kann man dann hier. Ach so. Ich nehme hier so Küche, Badezimmer,
Gästezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, was hatten wir vor? Esszimmer, hier natürlich das allergrößte. Ein Büro und Studio. Heimbüro, Büro grandios. Kinderzimmer, Baby. Genau, der Couchturm. Weibliches Baby. Männliches Baby. Nicht nur, dass das weibliche Baby noch wieder mehr kostet. Diele. Wow. Diele. Wow. Diele. Wow. Heimkino. Was haben wir hier sonst noch? Swimmingpool. Swimmingpool. Flusspool. Pool. Oh, ein romantischer Swimmingpool. Oh, wie süß. Und Cover-Abschluss. Ganz genau. Nee, das lassen wir. Wir bauen hier lieber unsere eigene Scheiße. Okay, ich kann hier nicht davon. So, die Brüder, die müssen sich leider ein Zimmer teilen. Ich weiß, das geht niemals gut aus. Sie bekommen ja hier auch alle beide das gleiche hingestellt. So, dann kriegen sie hier einfach hier so ein Beispieltischchen, jeder einen. Und darauf kriegt jeder eine Blume. Der eine freut sich drüber, der andere. Lalalala, du siehst mich nicht. So, exakt gleich behandelt. Das stelle ich mir unter Brüderlichkeit vor. Okay, und auf einmal ist es Nacht. Der Herr der Ordnung, Medizinkarriere, das ist schön. Wir sollten uns vielleicht einen Computer anschaffen. Aber die Oma hat doch keinen Computer. Wieso man da? Na gut, du bist eh schon müde, du darfst schlafen. Ja, Grigoris ist ein Bücherwurm. Das ging ja schnell. Freude am Unglück. So, du kriegst natürlich die Verbrecherkarriere. Wow, du schaust dir das vertraut das Fenster an. Oh ja, der Enkel ist natürlich ganz nett zu ihr. Beleidigung anhören. Hier ist halt alle richtig nett drauf. Erinnert mich an meine Klasse. Sind auch alle jeden Tag so nett drauf. Böser Traum. Oh, guck mal da, Flamingos. Du brauchst es kein Charisma. Was du brauchst, ist eine Mütze Schlaf. Logik, ja, das brauchst du. Nein, das brauchst du nicht. Einen Kurs in Logik, wo sind wir denn? Ich habe hier auch keine Spendierhosen an. Ich habe eine gemütliche Jogginghose an. Also bitte, ja. So genau wollen wir doch schon mal sein. Du bist momentan arbeitslos. Tja, das ist wohl nicht so schön. Wow, das hast du richtig schnell bemerkt. Ich bin beeindruckt von dem Genie. Ja, das ist die Mutter, Gertrud. Eigentlich die Oma und das ist der Bruder, der Emanuel. Ach, wie ich das auch immer aussprechen soll. Ja, ja. Schach spielen. Ja, ich freue mich gerade, wie sehr meine Frame hier gerade zwischen 100 und 200 rumspringt. Das ist richtig schön. Ich sehe das nämlich hier oben im Eck. Ja. Und da freue ich mich immer, wenn da auf einmal jetzt das hier 100 steht und dann in 2 Minuten wieder 200. Einen Geist sehen. Also komm, das Bett kannst du doch wohl machen. Allein schon deinem kleinen Bruder zuliebe. Eigentlich seid ihr genau gleich alt, aber... Oh, wie will mit jemandem Freundschaft schließen? Koch Waffeln! Genau. Abgedrehtes Buch lesen. Was geht mit dem ab?